Hey Leute, willkommen zurück zu Banjo-Tooie. Und ich bin hier gerade in der Statistik und schau mal, was wir alles schon im Majaos-Tempel bekommen haben. Ja, und wie man sieht, es gibt auch wie im ersten Teil 100 Noten, jedenfalls in dieser Welt. Ich hoffe, das bleibt auch so, weil dann wird, das war ja schon im ersten Spiel so und das wäre dann ganz schön, wenn das immer so beibehalten wird. 3 Moves, die haben wir auch schon, 2 Globos, Saiten können wir noch ein paar finden, Leronichwaben auch und wir haben die Hälfte aller Puzzleteile. Das ist ja auch schon mal was. Dann kann man Spiral Mountain sehen, Hexoland gibt es auch wieder 10 Puzzleteile insgesamt. Okay, gut, nur das mal zu überprüfen, wie weit wir schon gekommen sind. Und wir machen jetzt an dieser Stelle weiter. Wir haben uns ja im letzten Part in ein Steini verwandelt. Und ja, das ist jetzt hier die nächste Aufgabe, die wir machen wollten. Und zwar können wir jetzt mit diesen Steinen sprechen. Zur Befreiung des Gefangenen, ein Stern strahlt noch vor der Sonne. Ein neuer Stern wird von 2 Monden begleitet. Hilft das? Ich glaube schon. Also ein Stern strahlt vor der Sonne und ein weiterer Stern wird von 2 Monden begleitet? Oder wie ist das? Moment, nochmal. Also ein Stern strahlt noch vor der Sonne, okay? Ein neuer Stern wird von 2 Monden begleitet. Hilft das? Okay, das bedeutet... ja, das letzte ist irgendwie nicht mehr so richtig klar. Erstmal den Teleporter. Was das jetzt auf sich hat, und zwar ist hier ein Rätsel und hier ist jemand gefangen. Ja, hier kann man das auch nochmal sehen. Ich glaube, hier kann man sogar mit ihm sprechen. Moment, gehen wir mal hin. Genau. Ich kann mich hier irgendjemand rauslassen? Ja, dir werden wir irgendwie schon versuchen zu helfen. Okay, also ein Stern strahlt vor der Sonne. Dann... ein weiterer Stern wird von 2 Monden begleitet, oder wie war das? Oder 2 Sterne werden von einem ich weiß es nicht, Moment. Nee, doch, das war richtig. Okay, gut, geregelt. Boah, das war ja einfach, ey. Ich habe mir das viel schwieriger vorgestellt. Hi. Hallo, mein kleiner wilder Freund. Ich, die Bertha, war auf Goldsuche, als dieser große Felsen herunterfiel und mich hier einschloss. Ich nehme an, wir sollten ihn jetzt entfernen. Ich, wenn es euch nichts ausmacht. Ah, das können wir nicht. Die Steine können wir erst später zerstören, das weiß ich. Das ist ein neuer Move, den wir dann lernen. Das bedeutet, das können wir jetzt leider noch nicht machen. Aber das ist auch noch nicht so schlimm, da hätten wir dann schon mal das jedenfalls. Können wir als Steini hier noch irgendwas machen? Ich glaube nicht. Moment mal, schlag mich nicht. Aber er hat mich auch nicht getroffen. Man kann natürlich als Stein logischerweise unter Wasser jetzt gehen. Macht uns nichts aus. Wir gehen dann einfach mal hier längs. Ich glaube aber nicht, dass es richtig ist, als Steini hier längs zu gehen. Nee, man kommt da auch gar nicht hoch, alles klar. Ja, da gehen wir dann gleich als Banjo-Kazooie ganz normal hin. Okay, gut, dann hätten wir unsere Aufgabe als Stein, glaube ich, erledigt. Ja, das war eigentlich so ziemlich alles, was man machen kann. Dann gehen wir jetzt zurück zu Wumbas Wigwam und werden dann uns zurückverwandeln. Durch den Sumpf kann man als Stein auch nicht gehen, das weiß ich. Das geht nicht. Uppala. Ah, das wollte ich auch nicht, weil ich dachte, die Katze wäre da jetzt, aber ist auch egal. Steinballturnier, Vorhalle. Ah ja, da kann man sich ja jetzt auch hin teleportieren. Gut, dann auf zu Wumbas Wigwam. Ja, ich habe auch mir den beim letzten Part, als ich den zusammengeschnitten habe, habe ich nochmal auf die Texte geachtet, was die gelabert hat, die Humba oder Wumba. Sie hat sich irgendwie zweimal Wumba genannt und einmal Humba. Jetzt weiß ich nicht, wie die Olle heißt. Es steht nur Wumbas Wigwam, also ich schätze mal, dass sie Wumba aber heißt. Ja, ich glaube schon. Ich weiß es nicht, aber sie kann auch Humba heißen, ich weiß es nicht. Ah, mal gucken. Dieser Wumba-Zauber nicht mehr brauchen Globo. Bär können umsonst verwandeln. Ja, sie sagt Wumba, also wird sie wohl Wumba heißen. Naja, okay. Gut, dann hätten wir das auch schon mal geklärt. So, dann sind wir hier wieder draußen und teleportieren uns jetzt aber erstmal zum Anfang zurück. Upala, den hätten wir nochmal gekillt. Ein- und Ausgang der Welt, richtig. Da will ich auch nochmal hin. Und zwar, so, ich habe ja auch im letzten Part erwähnt, ich möchte nochmal kurz einen Flugrundgang machen. Und ihr wisst doch vielleicht warum. Ja, aber Hepper, und zwar wegen den beiden Jinjos, die wollte ich abholen. Oh, das ist mir zu weit weg gewesen. Im ersten Teil konnte man aber auch die Kamera nicht verstellen. Das habe ich auch irgendwie nicht so in Erinnerung. Das ist auch, haben sie auch ein bisschen geändert. So, hier hätten wir einen Jinjo, ich hoffe, jawohl. Alles klar, dann hätten wir das schon mal.
Und dann gehen wir nochmal zur Kuh. Und zwar, da hatten wir auch nochmal ein Jinjo. Da hatten wir diese an der Wand hangeln. Nee, ach so, stimmt, das war gar kein Jinjo. Das war eine leere Honigwabe. Haha, noch besser. Alles klar. Und das Gute ist, in der Statistik steht auch, wie viele leere Honigwaben es hier in der Welt gibt und wie viele Jinjos und wie viele Moves und alles Mögliche. Da habt ihr ja eben gerade am Anfang des Partes gesehen. Kann man alles nachgucken und prüfen, ob man auch wirklich alles in dieser Welt gesammelt hat. Gut, da hätten wir den leeren auch schon mal. Was können wir denn jetzt noch machen? Ach ja, genau. Wir gehen nochmal hier zurück, wo wir eben gerade als Steini waren und das Rätsel gelöst haben. Das machen wir jetzt nochmal. Hier können wir jetzt nochmal was anderes machen. Erstmal da unten durchschwimmen und dann kann man nochmal ein anderes Puzzle holen. Ich mache erstmal was anderes. Moment. Erstmal heppa. So. Und zwar kann man hier hoch. Ja, deshalb bin ich... als Steini kann man das ja natürlich hier nicht. Deshalb muss man hier auch als Bär jetzt. Ganz normal. So. Kann man auch hier nochmal sich längs handeln? Ah, da oben. Ah, okay, gut. Merke ich mir. Das ist schon mal geil, dass man da auch schon mal umlängs kann. Ich glaube, das löst auch gleich das Rätsel, was wir dann auch gleich gestellt bekommen. So, einmal hier runterlassen, bitte. Danke. Gummistiefel. Und zwar mit den Gummistiefeln sind wir so cool, dass wir hier auch durch den Sumpf gehen können. Ja, das gab es aber bei dem goldenen Goliath. Also an der Stelle, wo wir das Puzzleteil als der goldene Goliath... da gab es ja keine und deshalb musste man da auch als diesen goldenen Goliath eben links. Oh Mann, ey, jetzt habe ich dreimal den Namen erwähnt. Der Satz war irgendwie scheiße. Aber ist auch egal. So, wir hätten jetzt das nächste Puzzleteil. Jetzt haben wir schon insgesamt 8. Jawohl, das ist doch auch schon mal was Cooles. Und die Gummistiefel sind irgendwie ja auch ein bisschen dicker. Obala. als im ersten Teil habe ich auch irgendwie so nicht so fett in Erinnerung. So, dann, oh, das geht auch ein bisschen besser mit dem Schwimmen oder mit dem Tauchen, eher gesagt. Ah, okay. Ja, es ist, also die Steuerung hat sich um einiges verbessert. Wirklich, Leute, um einiges. So, hier haben wir wieder so einen fetten Felsen, den kann ich aber auch noch nicht zerstören. Ja, es ist auch doof. So, gucken wir mal nach oben. Ich glaube, da oben ist ein Puzzleteil. Ja, wusste ich doch. So, und da wusste ich damals nie, wie man da rankommt. Dabei ist es doch ganz einfach. Moment, das werden wir uns jetzt als nächstes holen. Ja, in der ersten Welt, man merkt, man kann doch schon so ganz schnell die Puzzleteile eigentlich abraddern. Das liegt aber daran, dass es eben die erste Welt ist und dass es hier natürlich noch alles relativ einfach gemacht ist, damit man in sich erstmal in das Spiel finden kann. Ist natürlich klar. Und später dauert das wirklich um einiges länger, die ganzen Puzzleteile zu finden. Da kann man dann abjubeln, wenn man dann endlich mal einen hat. Oder eins. So. Wir können uns nämlich hier oben auch längs hangeln. Ja, die Fähigkeit ist richtig geil. Oder der Move, dass man sich jetzt an Wänden hangeln kann. Das ist schon richtig cool. Gibt einem viel mehr Bewegungsfreiheit irgendwie. Ja, und hier gibt es viel mehr kleinere Räume, als man sich das vorstellen kann. Eine weitere Cheeto-Seite. Aber ich glaube nicht, dass wir da rankommen. Ich glaube, da braucht... Ja, den Felsen muss man, glaube ich, zerstören. Naja, es wird so nix. Ah, schade. Okay. Gut, dann lassen wir das auch erstmal außen vor. Bei den kleinen X-Vieh, dieses kleinen Minenarbeiter-Viech, was wir da gerade befreit haben, das gibt uns eigentlich auch noch ein Puzzleteil. Aber wie gesagt, da müssen wir einen anderen Move haben und den lernen wir erst in einer anderen Welt. Das heißt, da fängt es schon an, ja, dass man erst wieder in diese Welt zurückkommen muss. Erst später, wenn man mehrere Moves hat. Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Das macht das Spiel ja ein bisschen spannender. Ja, deshalb dauert das Spiel auch ein bisschen länger, weil man halt immer wieder in Welten zurückgehen muss, weil man dann immer neue Moves hat und später wird es halt noch extremer. Manchmal kann man später nur eine Welt bis zur Hälfte machen und ich glaube, ich habe mich gerade falsch geportet. Ja, habe ich auch. Vom Mumuschädel, da wollte ich eigentlich hin. Genau. Eigentlich könnte man jetzt hier auch schon rausgehen, aber ich will noch ein bisschen mehr machen. Und zwar könnte ich jetzt euch einen extrem geilen Trick zeigen. Und ich glaube, das mache ich jetzt auch.